Ankunft nach anderthalb Stunden Fahrt. Wir sind gut durchgekommen und wir sind jetzt hier in Bedburg bei Mette und Mike. Und auch für die haben wir eine Tasse mitgebracht, weil das ist unsere dritte Station. Die werde ich Mike mal überreichen. Ja, danke schön, da freue ich mich sehr über das nette Geschenk. Bitte, bitte. Ja, bitte, danke. Keine Ursache. Und wir freuen uns, dass wir hier ein paar Tage schlafen dürfen. Dass wir hier bleiben dürfen. Alles klar. So, kaum im Bedburg angekommen, gehen die Schnippelarbeiten schon los fürs Abendbrot. So, und wir fangen schon mal an mit Zwiebeln anrösten. Damit wir die dann schön in den Champignons verteilen können. Die dann gefüllt werden mit Käse und diversen anderen Sachen. Ganz kurz lunchen. Aber ich glaube, die Vorspeise wird lecker. Zweiter Durchgang, wie soll es sein? Burger. Heute mal ein bisschen Kultur auf unserer Reise. Wir sind auf der Burg Sattwee. Ganz kurze Pause. Da hinten guckt auch noch jemand vor. Das kann man ja auch ein Pfeil gespart. Ja. Nächster Versuch. Dann nehme ich lieber so. Das Schöne ist, man sitzt jetzt hier beim Kaffee, guckt sich den neuen Napoleon an und was sieht man da unten links auf der Ecke? Schon ein paar Aufkleber von uns. Der letzte Tag heute hier in Bedburg und heute ist Resteverwertung angesagt. Obst, nee, Gemüse sehe ich, Champignons, Tomaten, Paprika, Zwiebeln. Patties. Zucchini, die gerade geschält wird. Aber was wichtig ist, ich schmuggle mich durch. Hier hinten haben wir noch ein wunderschönes T-Bone Steak. Resteressen. Das Resteressen geht weiter. Der zweite Gang. Sind schöne Schaschliks. So, liebe Freunde von R&K, ein paar schöne Tage in Bedburg sind zu Ende gegangen. Wir machen uns jetzt wieder auf den Weg und jetzt sind es, glaube ich, noch mal anderthalb Stunden bis Dortmund und von dort melden wir uns dann wieder. Bis später. Die vierte Station auf unserer Reise und wir sind nicht bei Hainun, nein, wir sind ganz woanders angekommen. Und wo, das seht ihr gleich. So, wir sind angekommen in Dortmund. Glück auf erstmal. Glück auf und guten Tag, ja. Björn. Ganz obligatorisch erstmal Tassentausch. Oh. Beziehungsweise eine Tasse von uns. Und wir bedanken uns erstmal, dass wir herkommen durften. Wie schick geworden. Wie bitte? Wie schick geworden. Wie schick geworden. Ja, wa? Die ist schöner als das Logo. Das stimmt. Ja, ja. Die ist farbiger. Ja, die ist bunter. Ja. Cool. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, bitteschön. Auch die Frau hinter der Kamera. Ja, genau, die Frau hinter der Kamera. Ja, die Carina. Und ja, wie gesagt, da wollen wir einen schönen Abend verbringen, denke ich mal. Ich werde jetzt ein bisschen was von der Feuerplatte machen. Ich habe ja den Meister der Feuerplatte hier. Deswegen muss ich das machen. Ja. Vielleicht kann man ja noch ein bisschen was lernen. Ja, ja, ist klar. Ja. Auf alle Fälle, wie ihr merkt, wir werden viel Spaß haben. Und lasst uns Plattenspiele beginnen. Bevor wir die beginnen, ich habe da auch noch was für dich. Oh, was denn? Wenn du schon mich mit einer Tasse benutzt, bekommst du eine von meinen 10 limitierten Tassen. Oh, vielen Dank, Björn. Bitteschön. Limitiert.
Ja, auf 10 Stück. Wohlgemerkt. Also Zwiebeln und Champignons können wir schon mal. Also das ist kein Problem. Die Seite ist doch leer. Mal schauen, was da drauf kommt. Ich habe irgendwas von frischer Kohlrabi gehört. Kohlrabi! Also wir machen hier nur Gemüse auf. Es gibt Momente, da braucht man nichts sagen. Ja Leute, jetzt habe ich auch die Tasse vom René und von der Carina von R&K Barbecue. Hat mich sehr gefreut, dass die beiden einfach als Zwischenstopp mal hier, ne, einfach mal angehalten haben. Ne? Kein Problem. Ja. Mega. Ja, der René, der steht jetzt gerade hinter der Kamera. Aber also wir haben uns auch sehr gefreut. Ja, ja, sehr schön. Auch, sehr schön, dass du da warst. Ja, natürlich, natürlich. Hätte ja sein können, dass du on Tour bist. In deinem neuen Laden bist. Ja. Ja, nein, alles gut, alles super. Hat mich sehr gefreut. Also... euch weiterhin viel Spaß. Danke. Danke. So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer von R&K Barbecue. Wir sind wieder auf der Heimreise. Die 7 Tage gehen auch mal irgendwann zu Ende. Schönen Gruß nochmal an Björn und seiner Frau sowie auch an Bifemit, also alias Thorsten. Und wir sehen uns dann in 4, 5 Stunden, 6 Stunden zu Hause wieder. Bis später. Ich fange schon mal an mit dem Fazit. Zuallererst ein großes Dankeschön an den Leuten, wo wir verweilen durften, wie Rita Kruse, Thomas Diebkamp, Nette Mike, Bifemit waren wir gewesen, dann bei unserem Björn, bei 0231 Barbecue sozusagen. Und Dankeschön nochmal. Carina kommt auch gleich noch mit dazu und da werden wir noch mal was sagen. So, liebe Zuschauer von R&K, jede Tour geht mal zu Ende, auch unsere. Wir sind heute früh gegen 9 Uhr in Dortmund gestartet, waren noch mal ganz kurz beim Beef and Meat dran, bei Thorsten dran, haben da was abgeholt, weil wir was vergessen haben gestern, andere Geschichte. Aber im Großen und Ganzen können wir sagen, wir haben vielleicht 1700 Kilometer zurückgelegt in 7 Tagen. Ja, haben viele Leute kennengelernt, viele alte Bekannte wieder getroffen. Die war wir, sehr schön mit allen. Die wir zum Teil von GMF kennen, grillen mit Freunden. Und was wäre noch zu sagen, wirklich schöne Tage verbracht, schön gegrillt, neue Ideen gehascht, auch Austausch gemacht untereinander. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, gelungene Tour. Gelungene Tour, ja, würde ich auch sagen. Ja, war und alles super. Und natürlich, man hätte noch viel mehr Leute besuchen können, die man kennt, von GMF her oder von Messen, sonst wie was. Aber die Zeit, Leute, die Zeit reicht einfach eine nicht. Eine Woche ist zu wenig. Ja. Aber es war trotzdem schön. Genau. Und wir würden es jederzeit wieder tun. Ne? Ja. Also dies Jahr nicht mehr. Nee, aber nächstes Jahr. Aber nächstes Jahr auf alle Fälle wieder mal. Ein paar Tage irgendwie, wo irgendjemanden anfahren. Ja. Und das war's dann eigentlich. Ja. Wegen Abo brauche ich nichts sagen. Nee. Das hat hier nichts zu suchen drin. Mhm. Und naja, wir werden sehen. Bis die Tage. Tschüss.